Ja, hallo, hier ist wieder Chrysalla bei The Knife of the Traitor. Und ich finde die Musik gerade ein bisschen laut, das legt mich gerade ein bisschen ab. Einen Moment, das stelle ich mal kurz leiser. So. Dann mache ich auch direkt die Soundlautstärke leiser. Noch ein bisschen, ich muss mich selber hören, sonst ist das doof. Test. Tolles Testgeräusch. Okay. Okay, also wieder Knife of the Traitor. Part 2, glaube ich, ne? Ja, nach dem ersten Part, ich lese natürlich immer die Kommentare und ich habe ein paar gesehen, die mich ein bisschen gespoilert haben. Und das fand ich jetzt nicht so gut. Es würde mich freuen, wenn ihr das nicht macht. Weil, ja, es ist schön, wenn ihr da so sagt, wie euch das Spiel gefallen hat und dass ihr euch das selber gezogen habt und so. Aber wollt ihr nicht lieber dann meine eigene Reaktion zu den Sachen hören, wenn die dann kommen und nicht so, ach, das wusste ich ja schon oder so. Ist ein bisschen lahm, oder? Also wollte ich jetzt mal sagen, ne? Also Spoiler besser lassen. Ne? Also auch wenn es nur so ist, das würde ich jetzt irgendwie nicht so mitnehmen oder so. Ist nicht so cool das Ende oder so. Auch sowas. Naja, also nicht spoilern, bitte, okay? Also wenn das dann zu Ende ist, dann könnt ihr ja alles so schreiben und so. Aber vorher bin ich immer so gespoilt und das finde ich scheiße. Okay, also danke schon mal im Voraus. Na gut, dann machen wir direkt mal weiter. Oh Gott, jetzt wollte ich gleich mal, wie die Stimmen gehen. Corvus, den müssen sie noch hinkriegen. Als die Schöpferin der Barriere können sie kommen und gehen, wie es ihnen beliebt. Ich konnte nur hineingelangen, weil ich ihnen dicht gefolgt bin. Ah, das Ding ging glatt. Ging gerade, glaube ich, darum, dass unsere, wie heißt sie mal? Lady Oz, glaube ich, ne? Lady Oz in diesen Turm gehen kann, obwohl sie einen Bann rumgelegt hat, der so nicht erlaubt, dass die Leute rein und rausgehen. Nur sie kann das. Mit Corvus, der ihr dich gefolgt ist. Voskis. Der hieß Voskis? Okay. Wie naiv. Gröbelst du dir schon wieder etwas Gemeines aus mit deinem verfaulten Gehirn? Dass diese Barriere da ist, bedeutet lediglich, dass der Täter jemand sein muss, der zu der Zeit in diesem Turm war. Ja, ja, ein Täter hat hier das Messer in den Hals gesteckt. Ja. Und deswegen kann sie jetzt nicht mehr sprechen. Nur Corvus kann sie verstehen durch irgendeinen Zauber, womit er ihre Gedanken lesen kann. Also, gruselig. Okay. Klar, das könnte ich sein. Das könnte Gervase sein. Wer ist Gervase? Das habe ich ja gesagt. Es könnte auch sein, dass du es warst. Das habe ich übrigens auch schon gedacht. Wie kannst du es wagen, mich zu beleidigen, du stinkende Stinkmorchel? Es gibt niemanden, der Lady Oz loyaler ist als ich. Niemanden. Meistens sind es dann die Loyalsten. Loyalsten. Von dem man es nie erwartet hätte. Die sind es meistens. Oh, ich glaube nicht, dass das irgendjemand bezweifeln könnte. Okay, der riss ein bisschen aus. Ob ich sie hasse? Natürlich nicht. Ich würde mein Leben für euch geben. Also da hat sie gerade wohl in Gedanken zu ihm gesprochen und so. Und der hat dann geantwortet. Jo. Warum er euch hasst? Nun. Also erinnerst du dich wirklich an gar nichts? Was für eine Schande. Mir muss ich die alle überheblich sprechen, weiß auch nicht. Du hast meine Stadt ausgelöscht und jede einzelne Person getötet, die mir etwas bedeutet hat. Vielleicht ist er auch so ein bisschen stillschweigsam oder so, weil er hat eine Brille. Oder? Ist das eine Brille? Könnte einfach nur so ein Regenwurm aus seiner Nase sein oder so. Ich sag es mal, er ist ein stillschweigender, weiser Typ, okay? Sie haben ihn außerdem in den Keller gesperrt, wo er sich durch den Dreck und Schlamm wühlen muss, um die alten Bücher zu finden, die sie... Oh, Entschuldigung. Ich hab's voll was im Hals gerade. Ah, verdammt. Alten Bücher finden, die sie ihm zu lesen zurückgelassen haben. Was urkomisch ist, denn einige dieser Bücher sind fehlerhafte Magiewälzer, die sich hier platziert haben, um ihn auf die falsche Spur zu führen. Okay, es scheint eine Brille zu sein, oder? Was? Oh, und dieser Hut, den er trägt, hält ihn vom Altern ab.
Ah, achso. Er sollte um die 20 sein, aber sein Körper wird für immer der sein eines 13-Jährigen. Ja, der sieht schon ziemlich jung aus. Das kann nicht sein. Ups, tut mir leid. Hast du zugehört? Ach nee, ich hatte gerade Tomaten in den Ohren. Ne? Kannst du es wiederholen? Ja, ist klar. Verdammt, seist du Hexe. Worte können meinen Hass auf dich nicht ausdrücken. Pass auf, was du sagst, du stinkiger Vosges. Meine Dame ist allergisch gegen deinen fauligen Atem. Dem Jungen auf den Rücken tätscheln? Ich habe Hunger. Was sind das für Optionen? Was? Oh, jetzt kann man mal ihre Hose sehen. Die sieht komisch aus. Naja. Wir tätschen ihn einfach mal auf den Rücken, okay? Ah, oh, wie süß. Was tust du? Oh, guck mal, wie erschrocken der ist. Meine Dame! Du dreckiger Pilz! Sei dankbar, dass Lady Oost dir eine ihrer ihrer heiligen Berührungen gewährt hat. Einem eitrigen Schmarotzerpilz wie dir. Hä, ja, wieso? Was ist denn los? Sie sagt, es tut alles. Er will es gar nicht aussprechen. Cool. Wahrscheinlich steht da, ist, sie sagt, es tut dir leid. Das ist so gut gemacht, ey. Was? Es tut dir leid, was sie dir angetan hat. Oh. Ich bin ziemlich sprachlos. Ja, das kann ich verstehen. Solch eine einfache Entschuldigung ist nutzlos und du weißt es. Wird er rot oder was soll das da sein? Ich habe die Nase voll von deiner Undankbarkeit. Lassen Sie uns gehen, meine Dame. Ja, und nickt. Es ist bloß eine verdammte Entschuldigung. Ich wette, es beruhigt ihn. Also, warum? Dieser stinkende Pilz. Er macht mich wütend. Warum haben Sie das getan, Idios? Weil er süß ist, mir war danach. Ich fand ihn nicht süß. Mir war danach. Sie sind so nett, meine Dame. Das bewegt mein Vogelinneres. Dein Vogelinneres. Innereien. Nun, wohin sollen wir gehen? Ich glaube, in der Küche waren wir noch nicht, oder? Okay. Die Schrittgeräusche, schön. Das ist eine Küche? Okay, hätte ich mir anders vorgestellt. Natürlich. Lassen Sie mich Ihnen etwas zu essen suchen. Warten Sie hier nur eine Minute. Oh ja, hier ist... Der Kühlschrank ist randvoll. Nimm dir was. Huch, das ist ein Hund, oder? Lady Oost, es gibt... Was ist das? Oh Gott, wie sieht denn der Hund aus? Okay, so irgendwie hässlich und niedlich. Halte ich von ihm fern. Ein Welpe? Oh, wie süß, die haben mir sogar Bellgeräusche reingemacht. Wie süß. Oh Gott, wie sagt Kobus, das ist lustig. Wie süß. Nee, das klingt auch scheiße, egal. Wo will er da dran lecken? Weiter geht's. Was hast du? Ich will das nicht aussprechen. Alter, was steht da? Okay, es ist ein läufiger Welpe. Ihr wisst, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Ihr könnt wahrscheinlich schon lesen, was da steht, oder? Na gut, wie lese ich jetzt einen Hund? Ein Hund, wie spricht denn ein Hund? Wow. 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 Okay. Wow. So richtig. Ich will das nicht sagen. Okay, na gut. Ich schreibe mich zusammen. Denn ich will welche anfassen. Wann? Wieso ist ein Welpe läufig? Sind das nicht bloß die ausgewachsenen Hunde?
Ich bin schon so lange hier gefangen. Ich bin so einsam. Wann, wann? Ist das vielleicht sowas wie Wow Wow? Ah, wow. Oha, was? Der Welpe wurde besiegt. Was? What the fuck was that? Ich bin nicht... Oh, warte. Ich bin nicht überrascht, dass ich mich nicht mehr an dich erinnere. Gervase. Ich glaube, das ist der coolste. Jo. Muskel. Du bist so widerwärtig, dass mein Kopf jede Erinnerung... Ach so! Mir fällt gerade auf, das war der Hund, oder? Die Ohren, ne? Und so. Das war irgendwie eklig. Dass mein Kopf jede Erinnerung an deine lausige Anwesenheit verdrängt hat. Halt die Fresse. Als würde es mich interessieren, was du von mir denkst. Nein, das ist wieder wie dieser erste Gott. Nee, das ist doof. Als würde mich interessieren, was du von mir denkst. Und warum bist du wieder hier? Du solltest Voskis bewachen und sicherstellen, dass er nichts Blödes tut. Ja genau, den Hund den Gefangenen bewachen lassen und kein Essen dalassen, damit er verhungern kann. Ich bin gerade aufgewacht und bin hierher gekommen, um etwas zu essen zu suchen. Aber es gibt absolut nichts. Nun, wir haben 4 Jahre in diesem Turm geschlafen. Da muss das ganze Essen weggefault sein. 4 Jahre? Kein Wunder, dass ich mich fühle, als hätte ich seit einer Ewigkeit nichts gegessen. Os, öffne die Barriere und lass uns raus. Wenn das so weitergeht, werden wir alle verhungern. Lady Os leidet gerade unter Amnesie, also... Moment, was? Bedeutet das, wir sind hier gefangen? Oh, der König muss krank vor Sorge sein. Ich will nicht mal daran denken, was in Ola vor sich ging, während meine Dame geschlafen hat. Ha, mit diesem sensiblen alten Bastard auf dem Thron? Also das ist wirklich ein anderes Niveau als die anderen Novels. Seh den Ding ins Auge, Vögelchen. Ola liegt wahrscheinlich bereits in Trümmern. In Trümmern? Unser geliebtes Ola? Unser? Bring uns nicht zum Lachen. Bring mich nicht zum Lachen. Ulla war für niemanden, außer diesem Miststück hier. Meint er uns? Du, wag es nicht, so mit ihr zu sprechen. Meine verehrte Dame, Sie sollten Ihre Zeit nicht mit diesem Grobian verschwenden. Sein Name ist Gervase. Sie haben ihn beauftragt, als Strafe die Gefangenen im Turm zu bewachen. Tu nicht so, als wäre es die einzige Strafe, die sie mir aufgetragen hat. Sie genießt es verdammt nochmal, mich zu foltern. Ich sehe sie immer in meinen Albtraum. Oh. Ihr sadistisches Gesicht, wenn sie mich mit ihrem Knüppel schlägt. What the? Nein, das wollen wir nicht. Nun, ihr wart streng zu denjenigen, die es verdient haben. Gervase hat zu oft versucht, euch zu hintergehen. Oh. Niemand verdient die Art Folter, die dieser Dämon mir angetan hat. Also fick dich, Corvus. Und du auch, Miststück. Na, heutzutage kennen die Kleinen ja auch immer schon diese Ausdrücke, deswegen ist das, glaube ich, egal, wie ich das sage. Wie kannst du es wagen, so mit uns zu reden, du Tier? Du bist auch ein Tier. Wenigstens bin ich niedlich. Nein, nein, das bist du nicht. Ich bin niedlicher als du. Du bist sexier, aber niedlicher? Ich weiß ja nicht. Du riechst nach Scheiße! Du siehst aus wie Scheiße und ich wette, dass du auch wie Scheiße schmeckst. Probier doch. Na warte, du... Gervases Körper ist unheimlich verprügelt. Ist unheimlich verprügelt? Seine Verbände wechseln. Ich habe Hunger. Okay, wir sind lieb. Seine Verbände wechseln. Was hat denn der da um Bein? Ist das so eine Bärenfalle oder was soll das sein? Aber es sieht cool aus. Bei dem ersten Gott haben wir aber nicht so ein Bild gekriegt, oder? Fass mich nicht an! Ach ja, fass mich nicht an! Okay, was geht ab, Mann? Meine Dame! Nein! Oh, er ist rot. Wie süß ist das denn? Warum hast du das getan?
Meine Dame sagt, dass deine Wunde schmerzhaft dass deine Wunden schmerzhaft aussehen. Meine Zeit ist rum. Na gut. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.